Moin moin an alle Freelancer da draußen, hier ist Emre und wir stehen kurz vor dem Release von BioWares neuestem Action-RPG. Wenn ihr in Zukunft nichts von Anthem verpassen wollt, lasst uns gerne ein kostenloses Abo da, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Wie in fast jedem Rollenspiel stehen euch verschiedene Klassen zur Auswahl. Nun kennt wohl möglich jeder den enormen Druck, der entsteht, wenn es um die richtige Auswahl der Klasse geht. Doch ihr könnt alle ganz gechillt bleiben. In Anthem werdet ihr die Möglichkeit besitzen, in verschiedene Javelin-Exo-Anzüge zu steigen. Als sogenannter Freelancer beginnt ihr mit einem der vier euch zur Verfügung stehenden Klassen. Mit voranschreitendem Level schaltet ihr jedoch nach und nach alle Anzüge frei. Kleine Insider-Info von mir: Neue Modelle werden ab Level 2, 12, 20 und 28 freigeschaltet. Sobald ihr eins der Level erreicht, könnt ihr euch zur Schmiede begeben und euch einen neuen Javelin gönnen. Dahingehend könnt ihr vor jedem Missionsbeginn einen Javelin-Anzug auswählen und somit vor jeder Expedition eure Klasse wechseln. Kommen wir nun zu den vier Klassen und los geht's mit dem Alleskönner unter den Javelins, dem Ranger. Dieser ikonische Anzug wird sowohl von Freelancern als auch von den sogenannten Sentinels verwendet. Durch seine Vielseitigkeit ist dieser Javelin besonders tödlich. Als Nahkampffähigkeit besitzt der Ranger den sogenannten Schockkolben, den ihr mit der Dreiecktaste verwendet. Damit stürzt ihr euch mit einem Blitzstab ins Gefecht und verteilt aufgeladene Nahkampfangriffe. Durch Kämpfe generiert ihr eure sogenannte Ultima-Fähigkeit, die ihr mit der Pfeiltaste nach oben aktiviert. Die Ulti des Rangers hört auf den Namen Mehrfachziel Raketensturm und lässt eine Salve von Raketen auf die Feinde los, die selbstständig mehrere Ziele erfassen. Das Waffenarsenal kann man mit drei speziellen Ausrüstungsteilen auffrischen, zwei Angriffs- und eine Stärkungsausrüstung. Von diesen Ausrüstungsteilen wird man im Verlauf des Spiels eine Menge freischalten und diese ganz nach eigenem Belieben zu jeder Zeit anpassen. Hier im Hintergrund besitze ich zum Beispiel eine Splittergranate, die als AOE-Attacke eine großflächige Explosion verursacht, oder eine Lenkrakete, die automatisch das anvisierte Ziel erfasst. Es gibt noch zig weitere, die sich alle stark voneinander unterscheiden. Der Ranger kann Doppelsprünge ausführen, haltet X beim ersten Sprung gedrückt, um die Zeit in der Luft zu verlängern. Der zweite Sprung wird dadurch allerdings nicht verlängert. Außerdem kann er durch einen Sprint seine Sprungdistanz verlängern. Mit der Kreistaste wird eine Fassrolle ausgeführt, um feindlichen Angriffen und Projektilen auszuweichen. Das geht sowohl auf dem Boden als auch in der Luft. Außerdem ist der Ranger von einem automatischen Schild umhüllt, das sich nach kurzer Verzögerung wieder erneuert, wenn es keinen weiteren Schaden nimmt. Nach dem Interceptor ist der Ranger übrigens der zweitwendigste von allen Javelin-Anzügen und verdient sich unterm Strich den Ruf als absoluter Alleskönner. Weiter geht's mit dem schwer gepanzerten und schwersten Javelin in Anthem, dem mächtigen Kolossus. Dieser Gigant fungiert als schonungsloser Tank und ist das ultimative Kraftpaket, ähnlich wie ein Türsteher vom Club, der die kleinen Mobs kontrolliert. Er verfügt über einen tragbaren Schild, der am Boden und in der Luft genutzt werden kann. Außerdem schützt er frontal in einem 180-Grad-Bogen vor feindlichem Schaden. Sprintet oder fliegt mit dem Kolossus-Schild in kleinere Gegner hinein, um sie umzunieten und klarzustellen, wer der Chef im Haus ist. Über einen Nahkampfangriff verfügt man mit ausgerüstetem Schild ebenfalls. Der Kolossus besitzt auch eine Doppelsprungfähigkeit. Haltet dabei X auf einem der beiden Sprünge gedrückt, um die Zeit in der Luft zu verlängern. Drückt man in schneller Abfolge X für einen Schub, erreicht man die maximale Höhe schneller. Die Ultima-Fähigkeit des Kolossus heißt Belagerungskanone und die hat es richtig in sich. Bei maximaler Kraft fährt der Kolossus eine riesige Kanone aus, die mächtige Explosivgeschosse mit vernichtendem Ergebnis abfeuert. Mit der Pfeiltaste nach oben das Schmuckstück aktivieren und mit R2 losballern. Easy. Ähnlich wie der Ranger erhöht man mit einem Sprint die Sprungreichweite. Beim Landen aus großer Höhe erleiden umstehende Gegner Schaden. Der Effekt lässt sich mit den Luft-Nahkampfangriffen des Kolossus kombinieren, sodass ein Angriff aus großer Höhe mehr Schaden hervorruft. Als supergroßer Typ kann man natürlich auch supergroße Waffen tragen. So besitzt man als Kolossus als schwere Angriffsausrüstung einen Flammenwerfer und als Artillerieabschussrampe einen hochexplosiven Mörser. Wie beim Ranger bereits erwähnt, sind diese Ausrüstungsteile nach dem Freischalten neuer Waffen und Gadgets individuell auswechselbar. Wichtig zu wissen ist, dass der Kolossus die höchste Schadensresistenz von allen Javelins besitzt. Ihr verfügt zwar über mehr Rüstung, seid aber dafür in eurer Beweglichkeit eingeschränkter als alle anderen Javelins. Entfesselt die ultimative Geschwindigkeit mit dem Interceptor, der Assassin-Klasse unter allen Javelins. Dieser ist besonders gut darin, Gegnern aus nächster Nähe Schaden zuzufügen und anschließend blitzschnell wegzusprinten. Im Gegensatz zum Kolossus besitzt der Interceptor eine sehr starke Manövrierfähigkeit. Der Javelin besitzt drei einzigartige Ausrüstungsteile, welche hier klassenspezifisch als Systeme bezeichnet werden. Ein Angriffssystem, ein Treffersystem und ein Stärkungssystem.
Zu Beginn besitzt man als Stärkungssystem den Skill Zielmarkierung. Damit wird ein Gegner zum leichten Ziel, indem man den Schaden erhöht, den die Verbündeten an ihm verursachen. Als zu Beginn verfügbares Angriffssystem wirft der Interceptor die sogenannte Giftbombe auf Feinde, die als AOE-Attacke beim Explodieren eine giftige Säure freisetzt. Bei den Treffersystemen stehen euch beispielsweise Schuriken oder auf Deutsch Wurfsterne zur Verfügung. Die Wurfsterne sind mit Plasma geladen und sind besonders effektiv auf größere Distanzen. Freischalten werdet ihr noch eine Menge anderer Ausrüstungsteile fürs jeweilige System. Der Interceptor kann Dreifachsprünge ausführen. Ja, richtig gehört, dreifach. Haltet X beim ersten Sprung gedrückt, um die Zeit in der Luft zu verlängern. Der zweite und dritte Sprung haben feste Sprunghöhen. Die Ultima-Fähigkeit des Interceptors heißt Assassinenklingen. Aktiviert sie bei voller Ulti-Leiste mit der Pfeiltaste nach oben und kloppt auf eure Gegner mit der R2 und Dreieck-Taste. Das Treffen von Gegnern im gestärkten Zustand hinterlässt Nachbilder, die Opfer weiter angreifen, wenn der Interceptor schon zum nächsten Ziel übergegangen ist. Natürlich wird auch bei diesem Javelin die Sprungdistanz durch einen Sprint verlängert. Aber es wird noch cooler. Der Interceptor kann seine Sprints sowohl auf dem Boden als auch in der Luft verketten. Haltet dafür Kreis gedrückt, um bis zu 3 Sprintketten durchzuführen. Der Side Dash zum Ausweichen wird von diesem Javelin besonders schnell ausgeführt, wodurch ihr Projektilen, die euch anvisieren, leichter ausweichen könnt. Auch der Interceptor wird von einem automatischen Schild umhüllt, das sich durch rasche Bewegungen schneller auflädt. Zum Abschluss sei noch erwähnt, dass der Interceptor der mit Abstand wendigste Anzug von allen ist. Kommen wir zum letzten Javelin, dem Storm. Dieser Javelin ist im Prinzip der Elementarmagier unter allen Klassen. Er kanalisiert die rohe Energie der Hymne durch seine Siegel, um über das Schlachtfeld zu schweben und Schaden auszuteilen. Was meint der Typ mit Siegel, fragt ihr euch bestimmt. Die Ausrüstungsteile des Storm Javelins heißen Siegel. Auch hier stehen einem wieder 3 verschiedene Arten zur Verfügung. Ein Fokussiegel, ein Stärkungssiegel und ein Sprengsiegel. Um euch wie bei jeder Klasse ein paar Beispiele zu nennen, mit dem Fokussiegel Raureifsplitter legt man Gegner mit gefrorenen Splittern auf Eis. Die Gegner werden für kurze Zeit eingefroren und sind somit für kurze Zeit bewegungsunfähig. Die Stärkungssiegel supporten euch und euren Squad. Mit Windwall erzeugt man beispielsweise eine durchsichtige Wand, die gegnerische Projektile abfängt. Die Sprengsiegel sind Elementarangriffe. Man kann zum Beispiel mit Eisexplosion riesige Eisbrocken auf Gegnermengen schleudern, mit Flammenexplosion einen Zielbereich in Schutt und Asche legen oder mit Blitztreffer einen gezielten Donner einschlagen lassen. Es gibt wie bei jedem Javelin eine Menge weiterer Ausrüstungskomponenten, die man alle nach Lust und Laune ausprobieren kann. Ihr seid also nicht an die hier gezeigten Angriffe und Siegel gebunden. Ansonsten besitzt der Storm eine besondere Sprungfähigkeit. Haltet im Sprung die X-Taste gedrückt, um die Zeit in der Luft zu verlängern. Außerdem kann man in einen Segelflug mit Abwärtsneigung übergehen, um eine Kurskorrektur beim Sprung vorzunehmen. Dazu muss man kurz nach dem Sprung auf X tippen. Haltet X gedrückt, um den Segelflug zu verlängern. Wie jeder andere Javelin verlängert auch hier ein Sprint eure Sprungdistanz. Die Ulti des Storms heißt Elementarsturm. Bei Aktivierung beherrscht man alle Elemente und ist immun gegen jeglichen Schaden. Mit der R2-Taste beschwört man am Zielgebiet einen Elementarsturm herauf, der mit seinen Effekten alle Gegner im Wirkungsbereich trifft. Das war aber noch nicht alles. Kurz nach dem Sturm schlägt in dem Gebiet ein Meteor ein, der gewaltige Schäden verursacht und eine Kettenkombo auslöst. Das nenne ich mal eine fette Ulti. Als Ausweichrolle verfügt der Storm über eine Teleportfähigkeit, die am Boden oder in der Luft eingesetzt werden kann. Um euch herum befindet sich außerdem ein sphärisches Chineseschild. Es schützt vor Effekten und verhindert, dass man ins Wanken gerät, sobald man getroffen wird. Das Chineseschild wird verstärkt und steckt geringeren Schaden ein, während man mit dem Javelin in der Luft schwebt. Was den Storm auszeichnet, ist die lange Flugdauer. Er kann nämlich am längsten von allen Javelins schweben. Dafür ist er allerdings nach dem Kolossus der Anzug mit der zweitniedrigsten Wendigkeit. Seine Feuerkraft und die Angriffe mit Wirkungsbereichen sind verheerend. Dafür ist seine Verteidigungsfähigkeit sehr gering. Und mit sehr gering meine ich wirklich gering. Ist man zu nah an einem hartnäckigen Gegner dran, seid ihr innerhalb von Sekunden tot. Bei dieser Klasse ist es ungemein wichtig, stets auf Abstand vom Nahkampf zu bleiben. Und damit sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe, dass ich euch bei der Auswahl eures Javelins weiterhelfen konnte und euch die Entscheidung nun etwas leichter fällt. Wenn dem so ist, würde ich mich riesig über ein Like und ein kostenloses Abo freuen. Für alle, die es vielleicht noch nicht wissen, Anthem erscheint am 22. Februar. Ich bin Off und freue mich auf euch in den nächsten Videos. Bis dann! Fate falls hard on our shoulders.
legends never die.